Mahlzeit, hat Freunde und willkommen bei Max Beat Shop. Alter, ich stehe gerade übrigens hier gestrandet mit Mann am Straßenrand. Ja, warum? Ja, die Batterie von dem Polo hier ist im Arsch. Ich habe auch gerade beim TÜV, ich habe TÜV gekriegt mit dem Ding. Alles wunderbar, also gab nicht viel zu meckern, außer dass die Bremse vorne rechts leicht schwergängig ist. Das heißt, dass die ist ein bisschen warm, habe ich auch gemerkt. Standschaden halt. Machen wir noch gängig und gut ist das. Das ist die Kiste an, die ist ziemlich cool. Naja, es geht um den schwarzen Automatik-Polo, den wir vor zwei Wochen mal geholt haben. Mit dem stehe ich hier gerade am Straßenrand. Ja, das Problem ist, hier, die hat keinen Bock mehr. Die Nano-Steuerbatterie. Aus irgendwelchen Gründen auch immer. Ich habe ihn gerade irgendwie abgewürgt, das Automatik. Da war wahrscheinlich so wenig Zündstrom da am Ende. Und dann ist die Kiste einfach ausgegangen und jetzt stehe ich hier. Ich habe gerade schon meinen Spezialpannendienst angerufen. Ich habe auch so meine Jungs. Da kommt die Turboschmiede. Achso, der Fensterheber ist kaputt, der Fahrerfensterheber. Ich habe es aufgemacht und danach war es um ihn geschehen. Da darf dort nochmal beigehen, der wird sich freuen. Da muss auseinandergebaut werden, der Fensterheber. Das ist halt so eine Sache, die findest du halt wirklich nur heraus, wenn du die Autos wirklich fährst. Und in dem Fall bin ich ihn halt gefahren und bin in die Fresse geflogen. Nee, egal, ist halt so. Manchmal ist es halt scheiße. Jetzt stehen wir mit dem Polo hier. Wie gesagt, nichts gegen das Auto. Auto super, sonst fährt auch geil, bremst gut. Ne, es leuchtet alles. Vor allem doch jetzt sogar ABS, weil Batterie zu schwach ist. Ich glaube, ich habe irgendwas mit Ladestrom. Muss mal gucken. Schreibt auf jeden Fall jetzt ein Video, auch wenn es komisch anfängt. Es wird eine Schrottplatz-Tour. Aber willkommen bei dieser geilen Schrottplatz-Tour. Wir sind nämlich auf dem Schrottplatz. Wo wir nämlich unseren Polo mit neuen TÜV, den wir hier haben, auf dem Schrottplatz original wieder zusammenbauen werden, dass der wieder läuft. Und damit wir nach Friedeburg zu fahren. Das ist heute unser Projekt. Weil Schrottplatz hat auf jeden Fall die passende Batterie für das Auto. Definitiv. Und ich baue noch eine Kleinigkeit neu. Das ist hier. Ich habe gesehen, dass der Benzindruckregler, das ist das Bauteil hier, dass der so ein bisschen da sifft. Da kommt so ein bisschen Öl raus in diesen Schlauch rein. Habe ich mal abgezogen. Und den mache ich auch noch neu. Weil so einen Kram fahren wir gar nicht erst an. Die Karre soll ja gut laufen. Auf jeden Fall. Daran sieht man, wenn du Autohandel machst, hast du nicht immer nur Friede, Freude, Eierkuchen. Du fliegst auch mal auf die Fresse. Da kommt meine Hilfe. Pannendienst-Spezial. Ja, lange nicht gesehen, mein Hasi. Läuft oder was? Ja, der hat keinen Bock mehr. Ich bin losgefahren, bin hier runtergefahren, das Stück hier vorne. Und dann hat er blöd und war aus. Du, Bobby, hey. Bobby, hopp. Hier. Bobby, falsche Richtung, da. Und dann war Feierabend. Also einfach Gasse geben, losgetuckert, würde man sagen, dann war aus. Ja. Oh, das sieht gut aus. Dann gucken wir mal, wie lange der noch ausbleibt hier. Ja, ich fahre gleich nach Udo neue Batterie holen. Das ist der erste Weg. Fahr von hier direkt nach Udo. Ist so. Mal gucken, mal ein paar Testgasstöße machen. Oh. Alles gut. Hasi, ich danke dir, du hast mir den Arsch gerettet. So muss das sein. Möge der Weg nach Udo mit uns sein. Ist so. Danke, Alter. Kein Problem, immer gerne, weißt du. So muss das sein. Aber du bist doch nur auf dem... Ey, du bist doch gar nicht im Knast. Ne, leider. Oder, warte, ich hab Freigang. So, ich wünsche dir viel Spaß. Gut. Und wir werden... Jo, so muss man. Ich hab gerade gesehen, du warst aber im Trailer gerade schon da. Hab gedacht. Nur deswegen hast du mich an. Hab ich gedacht, hat genau gepasst. Bis dann, Alter. Ah, so, da geht's im Programm. Ne, rufen, die habe ich vorhin vor seinem Haus gesehen und mit ihm geschnackt, wo er schon einen Trailer hinten dran hat. Das heißt, wenn alles schief gegangen ist, ich wusste, er hat mich gerade einen Trailer an der Hand. So, das lass mich nicht hängen, Polo. Das Auto sonst ist super. Ne? Fährt echt gut und gibt sich viel daran zu meckern. Aber halt, irgendwas wird da jetzt gerade los. Und das muss ich mir angucken, weil ich will das Auto so nicht rausgeben. Interessant war gerade eben, wo ich beim TÜV war, stand der Wagen da aus. Ich habe Stand nicht außerdem angelassen, das war mein Fehler. Und die Batterie ist leer gezogen dadurch. Dann müssen wir beim TÜV schon überbrücken, den Wagen, mit Starthilfe. Zacki, zacki, Hühnerkacki. Haben wir auch gemacht. Alles wunderbar. Ne? Da lief der Bock auch wieder. Und dann, ja, was soll ich sagen? Dann hier war aber plötzlich Airbag und ABS-Leuchte an. Dann haben wir ihn nochmal gebrückt, aber war Airbag und ABS-Leuchte wieder aus. Jetzt ist sie auch wieder aus.
Also schon ein Problem. Ich würde mal sagen, unsere Nano Spezial Popano Starterbatterie ist einfach kaputt in dem Auto und die müssen wir jetzt neu machen. Das ist Fakt. Das ist der Plan. So läuft das. Und habt ihr gesehen, für alle, die jetzt immer sagen, Rufen sitzt im Knast, das war gerade kein Fake-Rufen, das war unser Rufen, den wir alle kennen. Und der sitzt nicht im Knast. Gut? Sagst du übrigens nie. Ich sehe den ganzen Freigang. Tut er nicht. So, das Gute ist jetzt ja, Udo ist ja unsere Rettung. Wir brauchen eine ordentliche neue Starterbatterie. Wir können nämlich dann mal den Batterietester anschließen. Udo hat so ein Ding, ne? Und ich glaube, dass der Batterietester sagt, alles ist scheiße. Und tatsächlich gibt es in diesem Auto nichts zu meckern. Es fährt super gut, es bremst gut. Nur der Fensterheber ist kaputt. Die hier, hat mir keinen Bock mehr. Zumachen kann ich noch mal weiter. Das ist ja gar nicht mehr da. Da muss Gordon immer bei. Das ist, glaube ich, dieses Gestell außen. Das haben die öfters. Diese Führungsschiene außen, die ist einfach verhakt. Und da hat er nämlich keinen Bock mehr. Das ist so ein Thema, das habe ich schon mal gehabt bei so einer Gurke. Deswegen weiß ich das. Aber Ding ist übrigens auch, der ist auch verkauft. Der geht tatsächlich zu Carsten. Also Carsten seiner Frau. Carsten ist der Mann, der letztens meinen Garten gemacht hat. Nochmal danke an dich, Alter. Ne? Der kriegt den Wagen. Und der soll da weiterleben. Und der soll auch ein gutes Auto kriegen, was auch gut fährt. Ne? Das ist das Ding daran. Dann wollen wir hoffen, wir haben vielleicht noch irgendwie einen 1,4er Golf da stehen oder sowas. Und dann können wir den Mercedes-Räder daraus klauen. Haben wir den auch schon mal. Weil den brauche ich nämlich auch. Weil, wie gesagt, wir haben das bei der Abgas gehabt. Da habe ich den Dingsen abgezogen, um mal zu gucken, weil so ein Leerlaufsägen hatte. Und da habe ich gesehen, dass das Ding voll mit Öl steht. Und dann sind die Membrane da kaputt. Und dann kannst du den Benzinregler eigentlich dir bald quer in Mors schieben. Aber komplett, weil der wird nicht mehr so viel kommen. Oder irgendwann wird er ganz aufhören zu funktionieren und dann ist vorbei. Deswegen müssen wir es auch noch machen. Ja, aber cool. Dann bewies man der Sinn von der Schrottplatztour. Letztens habe ich noch eine Schwette gekriegt in den Kommentaren, dass ich mal so einen Schrottplatz fahre und nichts mitnehmen. Nein, nicht immer. Warum? Ganz einfach. Weil ich halt selber zu viel Schrott habe. Ihr wisst, wie viel Scheiße ich liegen habe. Kennt ihr das Thema? Ich habe sehr, sehr viel Scheiße liegen. Deswegen brauche ich nicht noch mehr davon. Außer natürlich, ich finde etwas, was ich unbedingt haben möchte. Ich fahre meistens eigentlich so einen Schrottplatz, um Fahrzeuge zu suchen. Das ist nicht ganz so einfach, weil meistens die Jungs, die vor mir fahren hier. Da, hier, guck dir den Platz an. Die sacken meistens immer das ab, was... Alter, matt-schwarzer CL500. Da können wir den Content mal ganz anders gurkig machen. Ach du Scheiße. Das ist so gerollt aus von dir aus. Nee, lass mal stecken. Scheiße, Alter. Alleine schon mit dem W202 sind wir schon wieder voll im Mercedes-Terrain drin. Ist ja ganz ungewohnt. Aber wir hatten schon mal einen tatsächlich. Jetzt C280 auf dem Kanal sogar. Den haben wir mal, der Sechszylinder. Haben wir eine Zeit lang da gehabt, das Ding. Der ist mittlerweile aber jetzt auch verkauft, weil der war für den Autohandel. Dann fahren wir jetzt mal ganz dreist mit dem Polo einfach bei Udo auf dem Hof. Und hier hoffen wir mal, der hat das, was wir brauchen. Geil wäre natürlich eine gute Starterbatterie. Weil die wäre schon mal so als erster Schritt schon mal der Hammer für die Kiste. Dann haben wir das Thema schon mal durch. Weil ich kann euch sagen, wie es ist. Wir können gerne in die Gurkenhalle fahren, das ist alles kein Problem. Da werden wir aber alles finden, aber keine gute Starterbatterie. Weil die gibt's nicht. Weißt du? Und ich glaube, das ist die Quelle. Sind übrigens ja schon da jetzt. Da sind wir. KSW Schrott Wilhelmshaven. Meine letzte Hoffnung. Hauptsache, der haut den Polo jetzt nicht in Schrott, wenn er jetzt auf dem Hof fährt. Weil ist ja klar, es ist ein typisches Auto, was auf dem Schrottplatz öfters auftaucht. Weil ist ja so ein hier 6N2 haben die ja öfters. Mit neuem TÜV, Alter. Jetzt, ach, Udo, hier, der ist übrigens für dich. So eine Art. So, angekommen auf den Schrottplatz. Wir machen das übliche Schrottplatztour. Unser Polo-Schild ist da, weil der muss jetzt ja ambulant versorgt werden. Und guck mal, was da vorne liegt. Aha. Das ist ja wie gerufen, Alter. Wie gerufen. Ich schau euch das. Das ist das Auto. Mit Wasserwaage. Da ist der falsche Motor drin. Schon mal ein scheiß Anfang. Oder? Hier ist der falsche Motor. Aber egal, die Räder sind die gleichen immer. Die sind immer, die kannst du komplett alle nehmen. Das ist der, den brauchen wir. Den müssen wir austauschen hier bei unserem Auto. Das ist der Benzindruckregler, das Bauteil hier. Den Schlitzschraubenzieher holen, rausziehen, bei uns tauschen, ist das Thema schon mal durch. Das ist ein 1 Liter MPI, dieser hier, ne? Schätze ich mal. Ist da ein Schlüssel drin in dem Auto? Das Werkzeug, was wir dafür brauchen. Aha! Den brauchen wir dafür. Pass mal auf. Ausschau drum, das ist ein Unfallwagen, der hier. Der war auch sehr interessant, weil die Autos sind echt nicht verkehrt, diese Polos. Kannst sagen, was du willst. Diese 6N oder 6N2 sind eigentlich alle gut. Auch wenn ich natürlich den 6N2 persönlich besser finde, weil er ein bisschen moderner ist. 6N1 ist halt ein bisschen das ältere Auto. So,
So, dann gucken wir noch auf den Tüdel kriegen hier. Komm schon, Alter, du willst doch auch raus. Bei uns ist ein Fummeliger, wir haben halt hier einen 1,4er 16V drin. Und 16V ist immer das Problem, da kommt es immer schlechter dran. Das ist das Bauteil, was wir brauchen. Also jetzt bei dem Auto, hier. Oh, toll verbaut. Ach, die haben eine andere Schelle genommen für den hier. Guck mal, so eine Metallschelle. Ach du Kacke, da kommt natürlich wunderbar toll ran. Okay, den tausche ich später in der Werkstatt. Ich nehme den nur mit. Gut, dann haben wir das Thema jetzt durch. Den machen wir in der Werkstatt neu, weil der muss eh noch am Fensterheber beigehen, Gordon. Deswegen kommt er da eh nicht anders durch. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt erstmal Aktion Batterie. Brauchen einen 10er. Festgeschraubt bei dem Auto mit 13er. 13er Verlängerung brauchen wir und einen 10er Mauerring. Und eine Batterie, die was taugt. Das war ja wieder gespielt. Da werden wieder Autos in den Container einmassiert. Dann können wir auch den ganzen Tag machen. Sachen klein stampfen. Ladungssicherung. Schwein gehabt. Guck mal, der nagelneue Stadt, aber da hier aus dem Unfallwagen, glaube ich. Glaube ich, sage ich, weil ich es nicht weiß. Aber die sieht so aus, als wäre ich noch keine 2 Jahre alt. Und die kriegt jetzt hier unser Polo. Und dann kann der Kollege wieder on Tour. Ist ein improvisiertes Werkzeug dabei. Und dann kann er wieder unterwegs. Dann muss man den Benzindruckregler noch austauschen in der Halle. Und dann ist das Thema durch. Dann ist er wieder auf der Straße. Ja, aber solche Sachen sind halt. Wenn das Ding mal 2 Wochen in der Ecke steht, dann hast du den Scheiß halt mal. Der Wagen ist halt, wie gesagt, bevor ich ihn gekriegt habe, jeden Tag gefahren. Na toll, muss wieder aufsammeln. So, müsste wieder laufen, die Kiste. Herr Tobi hat mich gerade schon gewarnt. Er hat gesagt, die Batterien sollte ich hier nicht nehmen. Diese hier, denn die kommt von meinem Vater. Der war gestern auch hier, hat den Gurkenkram abgeliefert. Läuft. Ja, Glück gehabt. Auch hier, die hier. Zimmermann, 77,90, die ist auch nicht alt. Da sind echt neue Batterien dabei. Ich muss die Tage mal echt einen Deal machen mit Udo. Mit Batterien. Ich brauche ganz viele neue. Aber momentan ist ja auch so diese Zeit, wo der Winter kommt. Und wenn der Winter halt kommt, dann gehen die Batterien halt irgendwann ab. Das ist ein Arsch. Guck mal, Turbolader. Der wird auch was für ein Smart oder so. Ein echter Smart-Turbolader. Dreht sich sogar noch Ast rein. Da ist nichts mit. Das ist ja von Schiff. V6 Turbo. Keiner weiß es so genau. Sonst hier, was gibt es noch so Neues? Was meint ihr, Schrottplatz-Tour? Ja klar, wenn wir eh schon hier sind, können wir dann unsere Tour erweitern, ein bisschen tüdeln, ein bisschen machen, ein bisschen gucken. Also, es fängt an mit diesem schönen Polo, den wir gerade eben schon zerlegt haben. Den können wir jetzt ganz gut. Und geht weiter mit der Ford Fusion, die Ford Fusion. Mitten hier, der riecht von hier aus bis auf Spachtel. Junge, Junge, Junge. Auf jeden Fall haben wir das gut ausgespachtelt. Hier ist das auf, das Ding. Mal sehr interessant. Da ja, geht nichts auf. Wahrscheinlich elektrisch oder so eine Scheiße. Keine Ahnung. Kenne ich mir so modernen Firlefanz nicht aus. Oha, Bruno Banani-Deo ist da noch drin. Wenn noch Deo brauche ich, der ist es. Bruno mit Banane. Eigentlich ist ja gar nicht so scheiße, der Wagen, ne? Warum ist der eigentlich hier gelandet? Ehrlich jetzt? Oh, wahrscheinlich Motorschaden. So wie der ein bisschen aussieht. Das geht ja noch voll klar. Sonst hier, Nissan Micra. Eigentlich gar nicht übel, das Ding. Guck, das Design sieht, der Designaufkleber sieht ein bisschen aus wie ein Kratzer. Wahrscheinlich, weil er auch einen Kratzer überdecken soll. Vision steht da drauf. Das ist der Scheiß. Das ist echt gar nicht mal schlecht, oder? Finde die Micra schlecht. Ich finde ihn gar nicht mal so übel. Nö, sagt er. Ist nicht so. Noch nicht lange hier. War eh noch einen ganz soliden Eindruck. Der Strom ist aber nicht mehr viel bei dem Auto. Ist halt 5 Gang. Ja, man kennt ihn. Schiebedach im Micra ist auch selten. Eigentlich ist ja nicht verkehrt, ne? Aber soll ich mir noch mehr Gurken anlachen? Ich habe momentan so viele Gurken auf dem Hof stehen. Das ist Gurken, eigentlich gute Verkaufsautos dabei teilweise. Kann nicht mal so viel Scheiße. Das geht eigentlich wirklich. Also aktuell läuft bei uns eigentlich mit Autos.
Müssen wir nur noch loswerden. Oha. Ja, okay, der wird ein bisschen laut sein. Da haben sie schon mal den Cut rausgeschraubt, würde ich mal sagen. Aber einen Cut kaufen für die Karte ja Problem, der kostet, glaube ich, nichts. Nachgemachter. Da noch ein bisschen Batteriescheiß. Naja, lass ihn im Frieden ruhen, wa? Haben wir noch so? Golf 4? 1,4er 16V? Oder was ist da drin? Oh, gar nichts mehr. Sieht so leer aus. 1,4er 16V. Unser Polo auch. Jetzt kann ich mal gucken, wie das Ding eingebaut ist. Ach, da ist eine Schraube. Wenn man die Abdeckung runter macht, kann man eine Schraube ran. Man sieht das? Das ist der Benzindruckriegel von gerade eben. Der ist auch heile, ist auch nicht ein Arsch. Und die anfangen daraus zu ölen, aus dem Loch da. Ne? Da ist der Schlauch an, da wisst ihr, dass die kaputt gehen. Aber der neue, den wir ausgebaut haben, aus dem anderen Wagen, der ist auch in Ordnung. Die sind alle gleich. Also das ist egal, welchen ihr jetzt nimmt. Das ist total scheißegal. Haben wir hier noch E46 in ziemlich geilen Rot eigentlich. Kotflügel sind schon ab, weil die meisten nur wegrosten. Boah, Rechtslenker. Naja gut, das Auto wäre am Anfang ganz cool, aber der Rechtslenker ist natürlich nicht so der Knaller. Aber sehr hart zerpflückt. Da sieht man mittlerweile, jetzt sind ja auch Leute. Das heißt Leute, ich kenne ihn sogar, der das macht. Der die Fahrzeuge auch anschlachtet, die Sachen in Teilen verkauft. Mittlerweile hat das ein bisschen weitergelaufen hier. Oh, von Friese ist der. Friese ist hier im Willenshafen. Ein willenshaftener Auto. Krass ist der auseinandergepflückt. Der fährt jede Kleinigkeit ab. Natürlich, jede. Und so Kotflügel will ich mal aussehen von so einem Auto. Hör mal das Türgeräusch. Alter, für mich ist das was Jugend. Mein erstes Auto, was mein Opa mir noch gekauft hat und ich danach verwiesen habe, weil ich eine andere Karre gefahren habe, danach Porsche halt. Man kennt ihn, verwöhnte Gören. Junge, nostalgisch für mich. Was ist das für ein Reifen? 155, 65 R14, passt nicht, schade. Such noch Gurkenreifen. E36 Compact. Ach, geil, endlich mal wieder ein ordentlicher Compact. Aber es wird aufgefallen, weil ich jetzt hier von. Alter, wirklich, da sitzt. BMW war ja links, ne? Es ist eingefallen, ich bin der letzte Mensch im Leben von diesem Auto, der den Sitz zurückstellt. Das ist Fakt. Den haben wir schon mal gesehen irgendwo. Haben wir schon mal gehabt, aber noch nicht drin gesessen. Oh Mann, ist das eine Hundekarre. Junge, Junge. Automatik. Automatik. E36 Compact. Wahrscheinlich ein 316er oder so. Oder 318er. Auf jeden Fall nichts Großes drin. Aber hier, gute Anlage hier. Doppelte Hochtöner. Hoch-, Mitteltöner. Und hier sehen wir einen Tieftöner. Nö, den gibt's nicht. Das Coole an den Autos ist halt, die sind in meinen Augen noch unterschätzt. Weil Compact macht nicht jeder allein, das ist Fakt. Aber E36 Coupé ist so teuer geworden. Und E36 Limo ist auch teuer geworden im guten Zustand. Das heißt, wenn du noch einigermaßen bezahlbaren E36 haben willst, dann musst du dir halt einen Compact ziehen. Also ich will auch noch mal irgendwann noch mal einen haben für den Autohandel, wie es was zum Austesten. Auch viele andere Menschen der gleichen Meinung sind wie ich. Also scheiße finde ich den wirklich nicht. Ehrlich jetzt. Also jetzt ist halt E30 Technik, ne? Ist alles BMW E30, worauf der basiert. Auf Lichtschalter, ist alles E30. Ist die gleiche Scheiße. Ne? Auch diese Schalter sind die gleichen. Das ist ja alles ein bisschen anders, aber es ist halt E30 Technik. E30 Kabelbaum, alles. Also eine coole Karre. Boah, schade, dass der jetzt so gelandet ist hier. Aber eigentlich ist er gar nicht mal so schlecht, so pflegezustandsmäßig und von Verschleiß, der im Innenraum so abgegribbelt ist, maximal 150.000, schätze ich, hat er gelaufen. Mehr nicht. Eigentlich schade. Schönes Auto. Mittlerweile habe ich ja so ein bisschen meinen Autoretter-Trip so ein bisschen übertrieben tatsächlich. So Gurken retten und sowas, weil habt ihr den Jetta gestern gesehen? Jetzt drehe ich endgültig ab, glaube ich. Mal gucken, was noch so kommt. Bin gespannt. Ach ja. Das wird ein Problem werden. Ah ne, geht noch zu. Zu. Perfekt. Haben wir noch was? Matsch, Matsch. Doppelmatsch. Den kennen wir auch schon. Der ist ja immer noch viel zerlegter. Übrigens danke für die Aufklärung mit dem Kennzeichen, wo das herkommt. Noch was? LT, den kennen wir schon, haben wir schon ein paar Mal durchgelutscht. Aber die Reifen sind auch ganz gut für den Fall der Fälle. Hier Audi A2, zwei Stück. Eigentlich ganz geile Autos, aber die rosten scheinbar überhaupt gar nicht. Ne? Haben auch irgendwie Alucoros oder so die gehabt. Ne? Auf jeden Fall macht der einen ganz soliden Eindruck, der Wagen. Liegt hier auf dem Stalldämpfer, der ist aber so schwer wie die ganze Karre. Den kennen wir auch. Der Pimmel ist noch drauf. Der Pimmel da drauf ist alles in Ordnung. Das ist meiner mal gewesen.
ADAC ist auch hier. Handfrei. Oha. Der Bagger macht's gut. Guck mal, Automatik. Automatik ADAC-Gurke. Cool. Ja, wer kennt ihn noch? Jetzt haben wir noch so rumfliegen. Och, die Türen. Hat er die Türen von dem Mikro abgebaut? Nee, ich wollte gerade sagen. Das ist doch. Nee, das sind andere Türen. Nee, das ist andere. Ich habe mir schon Sorgen gemacht. Mit dem Geisteszustand. Guck mal, der Wagen hier ist schade, der hat es verpasst. Ne? Da war ich ja gestern noch hier gewesen. Und hier, das hier war ein 4Motion 1,9 TDI, nee, 5-Zylinder war hier drin, glaube ich. V5 oder 9, keine Ahnung. Auf jeden Fall mit Lederausstattung, volle Hütte und voll gepflegt. Der ist auch schon der Teilegott zugeschlagen. Der hat sich auf jeden Fall schon mal, der hat sich bezahlt gemacht hier. Geile Karre eigentlich. 3BG. Bagger. Haben wir noch hier? Matschautos. Alles Matschautos. Das ist auch ein 3BG. Passat. Und noch was? Jetzt sollen wir hier mal hinten gucken. Lass mal hinten gucken gehen. Und dann ist der Bagger auch noch fertig, wenn wir jetzt zurück sind. Dann können wir nochmal bei Matschautos gucken, was da so an Matschgurken rumfliegt. Weißt du, obergurkige Matschgurken. Oh, ein Golf 3 ist da hinten. Das ist schon wieder genau unser Gebiet. Golf 3. Schöner 90er Jahre Youngtimer. Das sind genau die Dinger, sag ich mal, die man noch wirklich sagen kann, die halten noch ewig. Wenn man sich drum kümmert. Vor allem den Rost. Rost ist das Hauptproblem bei den Autos. Blaues Auto mit schwarzer Heckklappe. Ob wir den nochmal immer wieder rausziehen aus der Pfütze da hinten? Ich glaube nicht. Ich glaube, das Thema ist durch mit dem 205er. Aber der Golf 3? Ja, die schwarze Heckklappe, die versaut ein bisschen. Aber kann man als Design sehen? Und das Dach noch schwarz lackiert dann vielleicht? Machen wir ein bisschen Kunst raus. Wenn ein bisschen Kunst raus machst, geht er. Anhängerkupplung hat er. Spezielle Reifen hat er drauf. Was ist das für Reifen, Alter? Wo kommen die denn her? Die da aus dem tiefsten China geholt oder was? Nee, Uni Royal. Die sind in Ordnung. Kann man mitfahren. Was ist da für eine Maschine drin? So 1,6er? Ich glaube ja. Gleiche Starterbatterie, wie wir in dem Polo gerade eben eingebaut haben. Interessantes Auto. So an sich so. Ah, Rallye-Streifen. Scheiße. Innenraumzustand, naja. Aber Automatik. Automatik ist tatsächlich ein gefragtes Auto. Und 123.000 gelaufen. Dafür aber der hängende Dachhimmel des Todes. Hier, guck mal. Junge, hängende Dachhimmel. Aber Laufleistung spricht für ihn, ne? Aber keine Ausstattung, nur Anhängerkupplung hat er. Und dann so nachgerüstet, sieht man in dieser Lampe. Skoda Symphonie ist hier drin. Schlüssel ist keiner drin scheinbar. Schade, hier hätten gerne mal gestartet. Was ist das denn? Ach, das ist Economy und das ist Sport wahrscheinlich für die Automatik. Oh Junge, der ist auch so zugehart, ne? Voll verhart, die Gurke. Genau wie gerade eben die E36. Die hieß auch richtig, die Hunde hier drin. Ja, der ist aber nichts. Also ich finde, der würde noch fahren, weil ich halt schmerzfrei bin mit sowas. Ne? Aber ich glaube, für einen Autohandel, der wird sich keiner freiwillig reinsetzen. Wenigstens nicht so. Ja, glaube ich nicht. Das ist ja eigentlich gar nicht mal so übel. Ah nee, doch. Rost. Ein Rost. Da ist mal schwarz abgesetzt worden. Hat er auch schon geguckt. Ja, für mich lohnt er sich nicht. Für ein Privatauto, was ich privat vielleicht fahren würde, vielleicht schon. Aber nicht ein Auto, was ich verkaufen würde im Autohandel. Das Auto ist ja nichts wert in dem Zustand. Haben wir denn hier für eine DOT auf Reifen? Die glänzen nämlich so. Der ganze Wagen sieht ziemlich abgefuckt aus, aber die Reifen, die riechen noch richtig nach Gummi. Alter Schwede. Jetzt riechst du. Die riechen noch richtig nach Gummi hier. Von 2005? Ich habe nichts gesagt. Alter, die sehen aus wie neu. Wo hat das denn da gestanden? Warum riecht noch Gummi? Oder hat der Hund dagegen gepickelt oder sowas? Keine Ahnung. Gut, ich würde sagen, weiter geht's. Und hier passiert. Ach, eine Rasenmäheraktion, wa? Deswegen sind die ganzen Daihatsus alle weg. Guck mal, kein Daihatsu mehr hier. Kein einziger. Aber da hinten ist schon wieder so ein Golf 3. Da kann ich schon wieder gucken. Guck mal, wie er jetzt aussieht. Aus der Ecke rausgezogen. Jetzt steht er da. Ob sein Leiden irgendwann mal ein Ende hat. Oder irgendwann mal gepresst wird oder so. Keiner weiß es. Der Udos Winterauto steht auch schon bereit.
Der Volvo, Alter, der V70. Aber ich würde mal gucken, wie der andere weggeht. Wenn der andere gut weggeht, der blaue, weil der geht ja eigentlich an Horsti, bisher wenigstens von der Planung her. Lachen wir uns den auch nochmal an. Weil ich finde die eigentlich ganz gut, die Autos. Hat der gerannt, kann man das sehen? Ach, keine 500? 371? 371.000, dafür ist aber schon abgefuckt, alter Schwede. Da sieht meiner besser aus, obwohl der schon 504 gelaufen hat. Aber der kommt ja auch von hier, dementsprechend was soll's. Und das ist schon mal ein Benziner. Euro 4. Haben wir hier noch? 104er Peugeot. Die Gurken. Daihatsu. Hey, der Trailer wirkt immer noch ein. Hier der Golf 3, der hier steht. Lacht mich aus, aber mein Kopf ist ja die nächste Ultima-Generation, die jetzt kommt. Golf 3. Das sind diese nächsten Autos. Golf 2 ist jetzt durch, ist schweineteuer geworden teilweise. Deswegen hole ich noch ein paar Jettas, weil ich gedacht habe, retten wir noch ein paar Jettas und hauen die auf dem Automarkt. Golf 3 sind die nächsten. Vor allem der hier ist auch wieder so eine. Der sieht eigentlich echt noch richtig gut aus, ne? Da hat eine Delle hinten drin. Seite geht noch, da haben sie ein Viereck dran gemalt wegen Rost. Das ist ein Rostbeseitigungsviereck. Ist der offen? Oh! Fünfgang? Das ist auch nicht selbstverständlich. 137 gerannt. Hat schon wieder der richtige Typ einen richtigen Instinkt gehabt. Ich kann da mal gucken, ob der jetzt läuft. Rein Interesse. Ein 1,4er. Wir sind vom Klang her, der dieses Klapper, wenn du Gas gibst, das haben die 1,4er eigentlich immer. Ein cooles Auto. Schönes Auto. Also verbrauchsmäßig sieht er ganz okay aus, so vom Verschleiß her. Ne? Den Dachhimmel hängt nicht, wie bei dem anderen. Aber das sind auch Hunde. Alter, was ist hier los? Auch so eine Hundekarre. Guck mal hier. Ja, auch. Sind die von einer oder derselben Person? Wo immer sind diese kurzen Auto. Gute Mathe. Alter, was ist hier los? Das ist eben auch eine Hundekiste gewesen. Wahrscheinlich war der die gute Hundekiste, weil der sieht nämlich nicht so mega abgehundet aus wie der andere. Das ist ein 1,4er drin. Komm, wir gucken mal eben nach. Ich will doch nicht grundlos hier in der Ecke stehen, das Auto. Wahrscheinlich gehört das irgendwie. Ich fuhr mir gerade schon wieder ein fremdes Eigentum rum. Deswegen bemühe ich mich, möglichst wenig kaputt zu machen oder überhaupt was dran zu verändern im Auto. Ich habe ja Interesse an dem Auto. 1,4er, ja. 124.000, letzter Ölwechsel 20. Schönes Auto. Schön einfach aufgebaut. Guck mal, da kannst du jedes Teil einfach einzeln tauschen und Arsch lecken. Da ist überhaupt nichts dran kompliziert. Das sind solche Autos, die sehe ich eigentlich so, die sehen ein paar Jahre fahren. Oha, Kotflug ist über weg. Darf ich jetzt nicht drücken, aber der ist hier auf jeden Fall durch. Ah, schon Spachtel, guck mal. Das ist eine. Alter, da haben sie einfach ein Blech genommen, haben das geschweißt, von hier an, sieht man richtig, hier runtergesetzt und dann einfach den Kotflügel komplett mit der Karosse verschweißt. Seht ihr das? Oma-gurkig. Na ja, gut, macht den Wagen nicht viel schlechter. Die Reifen sind scheiße. Können wir die 2005 von dem anderen nehmen, die sind fast besser. Und hier ist er durch. Da ist er durch, da ist er blau angemalt. Ja, das wäre so ein typischer Rostgolf. Aber es ist einer der nächsten, will ich jetzt nicht jetzt fragen, weil ich einen Hof voll mit Scheiße habe. Erstmal verkaufen, bevor ich verkaufe. Ich sehe da ein bisschen, der steht, werde ich Udo die Tage mal fragen danach, was denn mit den beiden Golfs ist. Nehmen wir den anderen Golf auch noch mit, scheiß was drauf. R5, haben einige in den Kommentaren geschrieben, dass sie ihn ganz gerne bei mir sehen wollen. Ich weiß nicht, ob es sich lohnt für mich. Erstmal ist der Lackzustand halt ziemlich kacke, da sind Kratzer hier und da was. Blechzustand ist einmalig gut, würde ich sagen. Der Blech müsste richtig gut sein. Der müsste richtig schön sein, der Wagen von unten. War mal ein Berufsschulauto gewesen. Oha, Kofferraum voll mit Katze oder was? Abgeschlossen ist er mittlerweile. Oder irre ich mich jetzt? Nee, hier ist offen. Innenraumzustand ist super. Gelaufen hat er auch noch nichts. So 74.000 glaube ich noch, hoffe noch ab. Original Radio drin. Aber ob sich das lohnt, weiß ich nicht, ob das einer kauft am Ende. Was ist so ein Auto, weißt du, das würde ich ganz gerne dann halt für den Verkauf fertig machen, weil behalten würde ich ihn jetzt nicht. Auch wenn ich ganz gerne mag, aber für die Sammlung ist er nicht abgedreht genug. Hier, ein Abgastestauto. Interessant. Da hat man unser Auge drauf. Sonst die ganzen Daihatsus, ich bin ja gespannt, da bist du auch einen Test-Daihatsu gekauft. Den einen da, der war viel zu teuer, im Einkauf schon. Zum Hoffen, den kriegen wir eigenermaßen günstig zusammengetüdelt, damit er wieder auf die Straße kommt und weggeht. Damit der hier auch vielleicht schnell zu gelb wird.
Wie gesagt, aktuell ist es wirklich so im Autohandel. Auch ich. Und ich muss auch diese ganzen tollen, wundergeilen, höheren Rechnungen bezahlen, diese ganzen neuen Abgaben. Ich bin auch glücklich, wenn ich ein bisschen was verdiene. Deswegen aktuell meine Fixierung wieder auf Autohandel. Weil Autohandel ist ganz, ganz oft schnelleres Geld als, ich sag mal, was anderes. Ja, was soll ich sonst sagen? Ich würde sagen, wir haben das hier hinten durch. Und wir gehen wieder nach vorne und gucken mal, was da so abgeht. Weil die Matschautos sind immer sehr interessant. Last but not least, die Obergurken. Der hat letztens noch ein Dach gehabt, hat sich auch ausgedacht. Jetzt hat er einen Fahrradanhänger oben drauf. Hier, Passat, wie matsch der ist. Alter Verwalter. Was ist das für eine Gurke? Muss ich mal erkennen. Bis zur Unkenntlichkeit. Alter, mit Leder drin. Heißes Ding. Egal was es war. Es war auf jeden Fall ein heißes Ding. Kann man es noch sehen? Ich glaube, ein BMW ist das. Ein E39, würde ich sagen. Ich würde sagen E39. Schönes Auto, eigentlich. Oh nein, ich glaube, das ist ein E34. Ist das ein E34 gewesen? Das muss ein E39 sein, der Schlüssel vom E39. Kann auch ein kleiner 3er BMW gewesen sein. E46. Was ist das da? Matsch. Wahrscheinlich ein Agila oder so. Da ist noch ein BMW. Hier, der ist auch so ein bisschen matsch. Peugeot 206. MED. Matsch Edition. Was ist das denn hier? Das ist pur. Golf 4, da hinten ist noch ein Volvo und der Rest davon, ach du Scheiße, also die Dinger, die werden so nach und nach werden die mit einem Bagger in so einen Container geschmissen, dann nimmt man den Container Klaus, dann matscht man da ein bisschen drauf rum, bis es endgültig Matsch ist und dann ist das gut, es ist too much, besser wegen Matsch, dann kennt ihr. Ah. Gut, dann würde ich sagen, dann schwingen wir uns wieder unseren Polo und dampfen jetzt mal ab, weil der Tag war lang genug und sabilabilab. Hat sich gut gereimt, ne? Haut rein, Freunde, bis zum nächsten Mal. Ich tausche den Sensor noch aus in der Halle, mach die Bremse gängig vom Polo und dann kann er raus zum Kunden. Schon mal ganz cool. Hoffentlich ist die Lichtmaschine auch richtig und so. Mal gucken, ich bin echt gespannt. Wenn ich gleich sehe bei der Fahrt, ich werfe es nochmal durch. Also das war ein anderes Video oder gar kein Video eigentlich. Ganz gut für kleinen Tüdel-Content, das ist zu viel. Haut rein, Freunde, bis dann. Munter! Dum 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 d